Im Wald verloren. Hoffe, ich habe das nicht übersehen. So. Jabir. Jabir dankbar. Mensch nehmen Glitzerdings. Ah. Jabir gibt mir eine glänzende Röhre, die er im Wald gefunden hat. So wie dazu. Nice. Okay. Hier. Ja, ja. Das war's. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich habe die versprochene Belohnung erhalten. Das ist auch gut so. Denn, dann können wir wieder hier ein bisschen was verkaufen. So. Einmal ein bisschen was drinking. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Okay, mal kurz gucken. Das kann man nicht anklicken, ne? So. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier rein, in die Höhle. Haben wir noch gute... Nee. Jetzt schon. Ah, nützt ja nichts. Wenn wir den tollwütigen Hund wenigstens angreifen. Ein Zahn. Infizierte Ratte. Weg mit dir. Und normale Ratte. Und hier mal ein bisschen Lucky-Lucky machen. Ich habe nichts von Wert finden können. Schade. Haben wir genug Fackel? Ja. Elende Fledermaus, weg. Abscheuliche Fledermaus, ja, im wahrsten Sinne. Die Musik ist auch gerade ganz nett. Hier ist ein bisschen was für Interest. Nichts von Wert leider drin. Hm. Blutrünstige Fledermaus, wird auch platt gemacht. Da brauchen wir auch Gift. Haben wir alles dabei. Und wieder. Kostet das um eine oder? Oh, ein Bär. Zack. Ah, es kostet leider was. Okay. Ach ja, wieder in die Stadt und wieder... Nein. Doch, war doch richtig. Könnten wir natürlich auch wieder ein bisschen mehr gebrauchen. Das sehe ich schon langsam kommen. Nein. Ah, geht gerade nicht hier. Aus normalen Kräutern. Gut, machen wir so. Wie sieht das sonst so aus? Oh, naja, okay. Trophäen wieder, zack. Man braucht leider hier echt Gold, das ist das Ding. Ne? Gut, quasi falsch. So. Und der hat noch was zu sagen hier. Willkommen zurück, junger Mann. Ich brauche deine Hilfe. Der Einsiedler möchte einen speziellen magischen Trank haben, der ihn besser medizieren lässt. Zaubertrank. Was weiß ich, kann man die alte Dame noch fragen? Können wir. Ich werde dir gerne helfen. Die Heilerin kann so einen Zaubertrank herstellen, aber die Zutaten sind sehr teuer. Außerdem benötigt sie ein Dutzend von Zauberpilzen, die in den Bergen wachsen. Okay. Hier haben wir einfach mal welche. Pilzsucher, finde 150 Pilze. Vier Stück haben wir.
und 7. Können wir denn auch überall suchen oder wie auch immer? Ja, keine Berge oder so, aber... Ja, da fehlen uns noch ein paar. Na gut. Dann hier. Ratte von außergewöhnlicher Größe, weg mit dir. Und gleich zum ersten Mal ein Bären. Können wir doch bald machen, ne? Wir haben einen Speer. So, zur Ebene. Aha. Da oben sind wir rausgekommen. Gleich kommt wieder der nächste Bär, schwarzer Bär. Und wie das immer also aufploppt, ne? Kommen gleich immer Fischer, fange 100 Fische. Ja, umso mehr Errungenschaften man natürlich kriegt, umso mehr denkt man, na, bald geht es dem Ende entgegen. Und das Spiel, ein goldenen Fisch, Glücksfisch. Fange einen goldenen Fisch. Schatzsucher, finde 20 vergessene Kisten und Fässer. Tja, es geht Schlag auf Schlag. Keine Axt. Ein paar Bären. Ja, hier Pilze meine ich. 9 haben wir, glaube ich. Angriffslose Gehirnisse. Fackel ist weg. Oh, okay. Hier noch ein bisschen, dann noch ein bisschen. Da ist auch noch mehr Pilze. Du bist auch zufällig 3? Ja, wer hätte das gedacht? Aufgescheuchte Hornisse. Dolch ist auch kaputt. Ja, großartig. Siegel ist auch kaputt, alles kaputt. Da geht's gar nicht weiter. Okay. Okay. Warte mal, da müssen wir wieder zu ihr hier. Wir haben übrigens die Sachen und kostet auch irgendwie 100. Will ja natürlich auch bezahlt werden, die junge Dame. Sehr gut, das sollte nicht lange dauern. Fertig. Möge es dir nützen. Oh, danke. Können wir das jetzt auch sozusagen... Nö, aber egal. Wir können ein paar Zutaten verkaufen hier. Aber die Wurzeln nicht? Okay. Nö, dann hier so ein bisschen davon. Tja, erstmal brauchen wir jetzt wieder alles Mögliche. Eine Sichel. Eine Axt. Ein Dolch. Ja, kann man auch machen, egal. Und hier. Naja, gut, passt schon. Aber vielleicht doch so, passt noch ein bisschen besser. Brauchen wir noch ein bisschen? Ja, wie sieht es hier aus? Hm. Nicht so gut. Aber ich kann mal was verkaufen hier. Natürlich den goldenen Fisch. Zack. So, jetzt können wir bei ihr natürlich noch ein bisschen sowas machen. Müssen wir auch. Kostet natürlich auch wieder ein bisschen Gold, leider. Achso, das geht nicht. So. Und lasse den erstmal.
Trophäen können wir also auch wieder verkaufen, ja. Das, die lasse ich. So, wieder ein bisschen Kohle gemacht. Können wir Gift machen? Davon nicht. Hiervon ja. Ja, komm. Ein ist besser als kein. Haben wir ja die Axt. Und jetzt haben wir auch hier den Zaubertrank. Danke, junger Mann. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Ich habe eine anständige Belohnung erhalten. Ja. Du hast noch was für uns. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Natürlich. Der Einsiedler besaß einst einen wertvollen silbernen Stein, den er für schlechte Zeiten aufbewahrte. Banditen haben ihm diesen Stein jedoch vor einiger Zeit gestohlen und er hätte ihn gern zurück. Silbererz. Ja, gut. Hm. Muss ich dann mal gucken, wenn wir das dann irgendwo sehen, ne? Kann ich natürlich auch gerne selber behalten, ne? Aber kostet bestimmt, oder bringt bestimmt auch ordentlich Geld. Was ist hier los? Bandit, ach so. Ich bin zufällig reingeguckt. Hat er es doch dann hier versteckt? Jo. Das haben wir vergessen hier übrigens. Ob wir so oder so gehen, ist egal. Haben wir. Zack. Das ging ja schnell. Ja, das ist er. Das ist mein silberner Stein. Sag, was möchtest du als Lohn? Ich könnte deinen Rat gebrauchen. Ich habe zwar in die Höhle gefunden, finde aber den Ausgang Richtung Berge nicht. Da ist ein Loch in der Höhlendecke. Irgendwie musst du dort aufkommen. Viel Glück. Okay. Hier also. Aufwärts. Mit einem Seil kann ich ihn aufklettern. Bevor wir da hingehen, kann ich noch was verkaufen hier. Ne, Trophäen nicht, ne? Haben wir doch da. Eine mache ich mal, glaube ich. Ging das dann nochmal so? Nee. Kostet auch mal 2. Ach, das haben wir eh nicht. Okay. Ja, okay. Wenn ich dann lasse ich mir noch eine übrig. Wir müssen ja immer gucken, wo wir bleiben. So, haben wir noch Fisch, haben wir auch noch Eier und so. Fleisch. Lasse ich mir erstmal. So, nochmal in die Stadt. Brauchen wir erstmal nichts. Ein Seil vielleicht. Vielleicht dann noch ein bisschen hier. Wir haben gerade nicht so viel Stuff, also. Aber verkaufen. Einmal hier den Kristall. Ich check ja immer mal trotzdem gern die Lage, aber hier ist im Moment nichts. Ja, hat er so schon was erzählt. Dann gehen wir mal hier auf. Aufwärts mit uns. Okay, die nächste Fledermaus. Blutrünstige sogar. Wir werden ein bisschen was trinken. Höre ich schon was. Zähne kriegen wir. Hier wieder ein bisschen Licht ins gute Stübchen bringen. Banditen. Zack, dann zum Glück auch ein Schild. Skrupelloser Bandit.
mal ein bisschen Kohle. Mal sehen, was habt ihr noch so Schönes für mich? Von mir? Oh, ein bisschen Fell und so. Gefährlicher Bandit. Ich mache euch alle platt. Und die Ratte von außergewöhnlicher Größe natürlich auch. Und was gibt hier? Nichts von Wert. Und weiter geht's. Zu den Hügeln. Es geht Schlag auf Schlag. Na, sieh mal eine an. Die haben das auf der Karte auch? Ja. Was sagen eigentlich die... Okay. Infizierte Ratte. Halt! Hier darfst du nicht weiter. Ein Hinterhalt oder was? Unseren Bezirk zu durchqueren wird dich etwas kosten. Ja, mein Kopf oder was? Das glaube ich aber nicht. Dein Gold oder dein Leben? Hahaha. Die Banditen verlangen einen absurd hohen Preis, nur damit wir vorbei dürfen. Aber ich habe keine Wahl. Sie sind uns zahlenmäßig deutlich überlegen. What? 500 Gold? Kritisch. Eine weise Entscheidung. Los, geh schon, bevor wir unsere Meinung ändern. Und nimm eure Eier mit. Und hier? Das kann ich nicht mitnehmen. Okay. Jetzt haben wir wieder nicht so viel Gold, ne? Aber der Bogen ist auch noch kaputt. Jäger, erlege 25 wilde Tiere. Wildhund wird auch noch erledigt. Oh oh. Psst. Hey du, hierher. Achso, okay. Ich dachte von der Drache wäre hier. Aber erstmal hier, zack. Die Musik, das geht langsam Richtung Ende schon, glaube ich. Hier bekommen wir immer gute Energie, weil wir ordentlich was gegessen haben. Da können wir so noch ein bisschen Holz verkaufen, wir müssen dann wieder Kohle machen. Oh, ein Heiltrank, okay. Der Anführer der Banditen wirkt nervös, als ob er vor irgendwas Angst hat. Er möchte mir etwas erzählen. Hast du das Gebrüll gehört? Das war ein Drache. Ich sage die Wahrheit, ich habe es gesehen. Das glaube ich. Das Banditenoberhaupt hat den Drachen selbst gesehen. Er fliegt oft zu seinem Unterschlupf in der Nähe. Ich brauche deine Hilfe. Ach, sag bloß. Der Anführer der Banditen hat einen Teil seiner Beute in den Bergen versteckt. Genau dort, wo sich der Drache eingenistet hat. Er traut sich nicht, dorthin zu gehen. Wenn ich ihm seinen Schatz bringe, gibt er mir einen Teil ab. Sein Wort in Gottes Ohren mal wieder, ne?